Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Child of Light. Ja, wir sollen jetzt hier noch jemanden schnappen und das wollen wir ja jetzt mal erledigen. Aber vorher fällt mir gerade auf, dass die hier nicht ganz geheilt ist. Kann ich im Menü eigentlich? Ja, ich kann nachsehen, ob alle voll geheilt sind, das ist gut. Und es sind alle voll geheilt. Gut. Dann würde ich sagen, wenn Igniculus wieder volle Power hat, dann geht's los und wir schnappen uns diese Nox oder wie sie hier jetzt gleich hieß. Und auf geht's. Die ist hier hochgeflogen. Hinterher. Da ist sie. Du riskierst doch bloß eine dicke Lippe. Jetzt stört sich dich von dieser Klippe. Das ist das Ende deiner Sippe. Nun wirst du für das Vergangene büßen. Unser Land ist oben und tritt deins mit Füßen. Okay, dann zeig mal, wie du eigentlich aussiehst. Die andere sah irgendwie komisch aus im Kampf, deswegen glaube ich auch, dass du auch nicht ganz gesund aussiehst, Nox, ne? Was kommt jetzt? Geht's dir gut? Ja? Ach, man kann die Tentakel davon angreifen. Das ist ja witzig. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir einfach mal den oberen Tentakel zuerst. Feuerresistent, okay. Ausgewichen, Edge Badge. Verwundbar durch Blitz, perfekt. Da wissen wir doch schon mal gut Bescheid. Und das ist doch super. Ihr kennt ja das Herangehen, erst die Tentakel und so. Probier's jetzt einfach mal. Ja, und? Okay, sammelt nur. Gut, sammelt Kraft oder sowas. Ich weiß es jetzt nicht so genau, was das war. Zurückgesetzt. Schwächelt der Tentakel jetzt oder nicht? Ich kann es gerade nicht so ganz erkennen. Ah, das Vieh selber ist auch verwundbar durch Blitz. Perfekt. Oh, gepanzert. Cool. Und ausgewichen. Jawohl, der hat sich ja drauf, der Finn. Ach ja. Ich mache einen Blitzschlag auf diesen Tentakel, weil ich das so mag. Geh doch mal kaputt, oh Mann. Der ist immer noch nicht kaputt. Was zum... Ich finde es so schwer zu erkennen, ob der Tentakel jetzt da irgendwie schwächelt oder nicht. Ich habe keine Ahnung, woran ich das erkennen soll. Warte mal, Blitz auf alle kann ich nicht wirklich bringen. Ich probiere es mit dem hier. Muss ich den aber auch, Jawohl, der ist kaputt. Gut. Zurücksetzen nämlich. Was macht der denn jetzt? Au! Wie gemein ist das denn? Der hat einen Instant Death gezaubert, Leute. Wiederbeleben. Hau rein. Wir brauchen den noch. Und den brauchen wir auch. Meine Güte. Lasst ihr den wohl mal in Ruhe? Moment. Auf diesen Tentakel bitte.
Nimmt auch auf den Tentakel, bitte. Zurückgesetzt, wuhu. Tentakel? Tentakel ist schwer zu treffen. Verwundbar durch Blitz und unterbrochen, jawohl. Der Tentakel, der ist doch gerade ein bisschen hier am Straucheln, oder? Sehe ich das falsch? Ich glaube, der strauchelt. Ja, natürlich will Owen die Ideen loswerden, weil der Blitz kann. Jawohl, perfekt. Jetzt nur noch das Hauptvieh. Jetzt kriegt man auch noch Blatt. Wäre doch gelacht, wir kennen die Schwäche und das ist die Hauptsache. Da-dam, ba-ba-da-dam. Ja, was machst du jetzt ohne deine Tentakel-Dinger, hm? Was machst du jetzt? Und in was badest du da überhaupt? Was soll das sein? Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Nicht Monsuno auf alle, sondern Blitzschlag. Oh nein! Oh nein! Ist das wieder so ein Instant-Death-Scheiß? Mann! Gibt's ja nicht hier. Schlund aus der Tiefe? Bäh. Handeln. Blitzschlag. Oh, zurückgesetzt. Kontert der das? Nee, gut. Perfekt. Schlund aus der Tiefe. Es ist so ekelhaft, dieser Schlund aus der Tiefe. Okay, ich sollte ihn hier weiter heilen. Blitzschlag. Moment, Moment, Moment. Ich muss ihn erst heilen. So. Das nächste geht dann auf den anderen zum Heilen. Das müsste eigentlich auch demnächst wieder aktiviert sein. So, 300 hat er. Das sollte fürs Erste reichen, denke ich. Und das taumelt auch schon, das Vieh. Schaut euch die Kopfhaltung an. Es taumelt, das ist doch super. Ja, das gefällt mir. Ist gut, wenn man die Schwächen von den Viechern kennt. Ja, pass mal auf. Bams. Nein, es kontert. Oh nein. Oh Gott, es hat sich geschützt. Kritischer Treffer. Ja, super. Super Sache. Warte mal, ich mach mal Verteidigung.
Was Sinnvolles kann ich gerade eh nicht machen. Gepanzert. Jawohl. Trank. Ich brauche hier einen Zaubertrank. Blue. Ich glaube nicht, dass genau dass das ausreicht. Genau davon bin ich ausgegangen. Ja, es war immerhin kein Instant Dead. Das ist doch schon mal gut. Nein, 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 nein. Sammelt Kraft. Okay, sammelt Kraft. Okay. Hat sich damit geheilt oder wie? Es taumelt nimmer. Verdammt. Ah, dafür ist es jetzt langsam geworden. Schaut mal. Dafür ist es jetzt langsam geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob nur für eine Runde oder insgesamt, aber ich hoffe natürlich insgesamt. Sag mal, wie viel Kraft hat denn das wie gesammelt, dass das nimmer taumelt? Kann mir das mal jemand einer erklären? Das ist ja nicht fair. Wenn das Viech einfach ja ein auf... Ja, ich hab mal wieder viel Macht. Ah, okay. Nein, 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 was das Zeug hält. Das dürfte ordentlich... Ja, genau. Level up. Level up, level up, level up. Und noch eins, bitte. Ja, danke. Ach, stimmt, zwei sogar. Stimmt ja. Die Gerne hatte ich schon wieder ganz vergessen. Nein, meine Jüngste, tot. Durch ein unreifes Gehirn und ihre primitive Brut. Jetzt wird es interessant, Leute. Werden wir jetzt weiter wachsen oder nicht? Du kleine kriegerische Kröte! Milde gestimmt bin ich, Stieftochter, was? Milde gestimmt bin ich, Stieftochter, du hast Glück. Gib mir den Mond und die Sterne. Dann kehrst du zu deinem Vater zurück. Papa! Ich fantasiere. Und doch höre ich dich. Liebste Aurora, komm zurück zu mir. Denn ohne dich, da sterbe ich. Papa, ich liebe dich. Ich kann den Lemurianer nicht sterben lassen. Meine Aurora. Gut. Adieu. Ha, er gab dir diese Krone. Haha, Lemuria ist jetzt mein. Ich werde sie befreien. Kann ich mich jetzt bewegen? Nee. Okay, ist noch scheinbar Sequenz oder so. Ach, da kommt Igniculus. Go, go. Bitte hilf uns. Hilfe haben wir jetzt dringend nötig. Oh mein Gott. Ja klar, die Krone war ja so eine Art Schusszauber oder so, ne? Verdammt nochmal. Wir werden in die Sterne getragen, oder wie? Da das Spiel hier ja auch mit Licht mehr oder weniger zu tun hat, ist dann dementsprechend vermutlich noch nicht alles aus. Aber der Vater ist, der ist tot? Das klang gerade so. Als ob der ist tot sei. Ah, wir werden wieder auf den Schrein gehoben. Ach gut, die alte kennen wir doch. Okay, auf ein neues. Ach so, hat die uns jetzt beschützt oder... War das nicht die Mutter? Hatten wir da nicht irgendwie eine Sequenz mit der Mutti oder so? Die sah doch auch so aus. Leute, jetzt bin ich so total verwirrt. Eine schöne Melodie auf jeden Fall. Ach, guck mal.
Der Stamm hört jetzt auch die Melodie. Sag bloß, die Melodie ruft jetzt alle dorthin. Ja, und die auch. Ja, diese Händler da waren das doch, ne? Ach, ist das schön. Das gefällt mir jetzt. Ja, und Finn seine Leute kommen auch. Schön. Kommen jetzt unten auch die Gaukler, oder? Wie sehe ich das? Da, Rubella. Robert. Robert, Finn. Ulknus, Gwen. Gen. Und noch irgendeine. Und noch ein paar mehr. Ja, da drüben ist auch nochmal eine erschienen, da rechts. Oder eine, ja, ich weiß es nicht. Das Licht ihres Herzens, oder wie? Das sammelt sich hier gerade. Sterne, Sonne und Mond vereinen sich jetzt in Aurora. Auf dass sie diese Welt hier rette, oder wie? Jetzt hat die auch so ein weißes Kleid an, okay. Seht her, die Prinzessin von Lemuria. Mutter? Hallo, Aurora. Ist's ein Traum oder... Ich wage kaum zu fragen. Nein, mein Schatz, ich bin wirklich hier. Ganz nah bei dir. Mein Herz muss sich nicht länger quälen. Es ist wahr. Ich hab dir so viel zu erzählen. Wieso wehen eure Haare in unterschiedliche Richtungen? Hauptmann, ich... Mutig hast du die Prinzessin verteidigt. Komm, umarme mich, Bruder. Na also, es geht doch. Meine Güte. Avo. Finn, du hast dir dem Dunkel gestellt. Jetzt bist du ein Mann, du Held. Du Held, ja, okay. Margaret, hättest du vielleicht mal Zeit für mich? Ich bin sehr beschäftigt mit allerlei. Oh. Aber mal sehen, vielleicht ist noch ein Termin frei. Ja, ist doch schön. Einfach nur, weil sie uns alle geholfen haben. Geht's denen jetzt gut? Umbra laut in der Nähe. Erst wenn sie fällt. Ist Lemuria wirklich frei? Los, beginne deinen edlen Zug. Denn Prinzessinnen brauchen eine Burg. Das ist umstritten. Hier fliegen wir geschwind dorthin. Darf ich bitten? Ladevorgang. Bei irgendeinem Assassin's Creed Teil kam ja dann immer so eine nette Stimme. Laden. Ah ne, das war bei diesen... Ja, stimmt. Okay, es war nicht beim Laden, es war bei... Okay. Diesen Dingern, die man freispielen konnte. Wow, voll durch die Blitze durch. Wahnsinn. Aber richtig schön gemacht. Sie schon wieder. Oh nein. Ja, sie ist schwarz, wir sind weiß. Sie ist Dunkelheit, wir sind Licht. Aurora, das verbannte Kind. Seit langem teilen dieses Schicksal du und ich. Verstoßen wurden wir, wandeln unter Gemeinen und Schwachen. Weshalb deine törichte Mutter Lemuria verließ, frag ich mich. Mörder! Ha, die größte Zivilisation sind wir sind. Stammen ab von Zinebel, dem Weisen. Du bist Ehren, des Eroberers Kind. Wir Entdecker erbten die Welt. Lasst sie uns preisen. Prinzessin, willkommen daheim. Erbe auf den Thron. Prinzessin, Unsinn, ich bin nur Aurora. Lasst euren Hohn. Der Stein ist hier zu Staub zerfallen. Verweist die alten Hallen. Was einst mal war, ist lange tot. Das Land ist tief gefallen. Die Lemurianer leben trotzdem. Lemurianer leben noch trotz all ihrer Mühen. Bist du erst fort, bauen wir es neu auf und lassen es erblühen. Überlassen wirst du das Land dem gemeinen Pöbel? Wir kämpfen hier Hand in Hand gegen die Bürgerübel. Sie hat recht, das ist größer als meine Familie, ich oder sie. Erheben will ich mein Schwert für all die Populi, für die Kategida,
Für die Aerostati, die Capilli. Für Jans Lemuria. Gemeinsam kämpfen wir, haha. Ich vollbringe, was Mutter nicht gelang. Und beende eure Häresie. Was ist eine Häresie? Dieses Land ist mir untertan. Freiheit gewähre ich ihm nie. Leute, was war das für ein Wort? Kann mir das jemand sagen? Doch erst wird der letzte von Irin fallen. Ist das jetzt der Final Bosskampf oder was? Das kann eine harte Nuss werden. So viel ist wohl klar. Gut, Leute, aber ich würde sagen, für diesen Part war es das erstmal. Diesen Bosskampf, den werden wir im nächsten Part machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Ich hatte es definitiv. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen über einen Kommentar oder eine Bewertung zum einen. Und vor allem auch, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Child of Light. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.